Matthias Flückiger, heute war noch der Mathieu van der Poel besser. Ihr seid lange zu dritt unterwegs, sogar noch mit dem Nino Schurter. Und am Schluss ist der Mathieu weggezogen. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, es ist so, ja, die letzten drei Runden eigentlich immer in den Aufstiegen probiert wirklich das höchste Tempo zu fahren. Ich glaube, rein vom Rhythmus her konnte ich in den Aufstiegen auch fast das höchste Tempo einschlagen. Aber die Frage ist, ob ich wirklich volles Limit finden konnte. Und am Schluss am Ende konnte Mathieu nachher gleich noch attackieren in der letzten Runde. Haben von den letzten Aufstiegen und konnte ja, eine Lücke reissen. Und ja, leider nachher im letzten Teil nicht mehr zutun, aber ich bin grundsätzlich wirklich sehr zufrieden mit dem Rennen. Du hast volles Selbstvertrauen gewirkt. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen im Hinblick auf das Heimrennen in der Lenzerheide. Ja, ich würde so sagen, es hat mir, oder gibt mir Vertrauen für nächste Woche. Rennen vom Aufbau her jetzt gestimmt in den letzten drei Wochen und jetzt für nächste Woche. Ja, das muss ich auch gut erholen, das ist das Wichtigste. Nicht, dass mir wieder der gleiche Fehler passiert wie letztes Mal von Andorra auf La Bresse, wo ich mich nicht so gut erholt habe. Und das ist sicher ja, der Fokus diese Woche. Wo wirst du diese Woche verbringen, trainingsmässig? Ich gehe nochmal in die Höhe nach St. Moritz und nachher am Donnerstag bei der Lenzerheide. Danke und bis dann. Ja, danke auch vielmals.